Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute einen guten Freund unseres Hauses einladen dürfen, mit mir eine Sendung zu machen. Es geht hier um den sogenannten Hippokratischen Eid, der ja jeder Arzt leistet oder zumindest früher leisten musste. Und dieser Freund, der hat das auch wieder eingeführt, dass es wieder geschieht, nämlich mit diesen sogenannten Gesundheitstage auf Kos. Und darüber möchte ich gerne mit ihm reden. Sie ahnen es vielleicht schon, es ist der Professor Dr. Hartmut Schröder, der mir zugeschaltet ist. Hier ist er. Herzlich willkommen, lieber Hartmut. Ja, danke, lieber Alexander. Ich freue mich, dass wir über Kos sprechen können hier in deiner Sendung, weil das ist mir ein Herzensanliegen, dass dieser Kongress wieder stattfindet. Ja, nach 2 Jahren Corona. Aber ich denke, viele Leute wissen auch gar nicht, dass es das gibt. Aber lass uns zuerst mal anfangen mit diesem Hippokratischen Eid. Ich habe gehört, dass du das schon seit vielen Jahren, ich glaube 19 Jahren, in Kos wieder eingeführt hast, wo sich viele Ärzte und Therapeuten treffen in Weiterbildung und am Schluss wird so traditionell wieder dieser Hippokratische Eid gesprochen. Darüber möchte ich gerne was hören, aber auch, ist das heute nicht mehr Standard, dass dieser Eid geleistet wird eines Arztes? Ja, jetzt muss ich erst mal schauen, wo wir anfangen. Das sind ja gleich viele Fragen. Vielleicht fangen wir doch mit diesem Wort Kos an. Mhm. Viele Zuschauer kennen die griechische Insel Kos, K-O-S geschrieben. Eine Insel, die berühmt und bekannt geworden ist dadurch, dass Hippokrates, der Gründer unserer Medizin, unserer Heilkunde, dass er dort zu seiner Zeit wirkte und auf dieser, das ist eigentlich eine kleine Insel vor der türkischen Küste, gehört zu Griechenland, dass er dort ein sogenanntes Asklepion errichtet hat. Und ein Asklepion, das ist jetzt nicht so ganz simpel zu übersetzen, was das ist. Wir könnten sagen, es ist eine Art Klinik. Ich glaube, damit erfassen wir das Wesen aber nicht. Es ist eine Heilstätte und in der griechischen Antike war die Medizin ja noch nicht getrennt von der Musik, von der Kunst und auch nicht vom Spirituellen, sondern das war ein Bereich, der zusammengehörte. Und wenn man jetzt in Lexika nachlesen würde, was war das Besondere an Hippokrates, das wird immer wieder betont, das Besondere war schon, dass er die Medizin auch zu einer Wissenschaft weiterentwickelt hat, also zu einer Erfahrungsheilkunde, das eben geschrieben worden ist, das ausgebildet worden ist. Das heißt, dass im Grunde genommen schon die moderne Medizin, und darum sagen wir, Kos ist die Wiege der modernen Medizin, damals angefangen hat. Und damit das alles auch irgendwo ein bisschen geregelt ist, gab es um Hippokrates herum, ja, wir wissen manchmal nicht so genau, hat er alles selber geschrieben oder ist es von Schülern oder aus von anderen Zeitgenossen. Es entstand aber eben damals dieser Eid, den wir den Eid des Hippokrates nennen, der über lange, lange Zeit für die Ärzte in ganz Europa ein entscheidender Markstein war. Man leistete eben diesen Eid, verpflichtete sich, sah sich in dieser Tradition. Und darum haben wir eben, als wir vor 20 Jahren mit dieser Serie von Kongressen zur komplementären Medizin, so haben wir es damals genannt, zur Naturheilkunde angefangen haben, haben wir gedacht, das wäre doch eigentlich mal eine Attraktion, so einen Kongress auch an einem historischen Ort zu veranstalten. Und da viele Menschen sowieso gerne nach Griechenland und in den Süden reisen, haben wir dann überlegt, wäre es nicht sinnvoll, es wirklich auf Kos, auf der Insel des Hippokrates zu leisten, wo übrigens auch dieses Asklepion als Ruine noch vorhanden ist. Das steht da noch. Und das Ganze natürlich dann ausklingen zu lassen mit dem Eid des Hippokrates, der dann auf Altgriechisch auch vorgetragen wird mit einer Zeremonie und natürlich ins Deutsche übersetzt wird,
so, dass das für Kongressteilnehmer eigentlich auch so ein emotionaler Höhepunkt werden kann. Und das ist es in den 20 Jahren auch geworden. Ich habe das oft von auch von Ärzten gehört, die gesagt haben, die Approbationsurkunde, die habe ich irgendwo zugeschickt bekommen oder es gab da vielleicht auch einen Handschlag und eine nette Feier. Aber das hier auf COS, ja, ein Zertifikat im Asklepion zu bekommen und dann den Eid noch einmal zu hören, das ist etwas ganz, ganz Großes und Einzigartiges. Und darum hat sich im Laufe dieser 20 Jahre richtig so eine Community gegründet. Der Kongress ist übrigens immer deutschsprachig, er ist für die deutschsprachige Welt. Und wir haben Kongresse mit 500, 600 Teilnehmern schon gehabt. Das heißt, es ist wirklich sehr gut besucht. Und darum freuen wir uns so enorm, dass wir im nächsten Jahr diesen Kongress wieder stattfinden lassen können, vom 3. bis 10. Mai. Die Zeit oder der Zeitpunkt hat auch eine tiefere Bedeutung. Du weißt, in Griechenland wird es im Sommer sehr, sehr heiß, auch auf den Inseln. Im Mai, Anfang Mai, hast du aber noch wirklich diese Natur pur. Das heißt, es ist noch nichts abgebrannt. Die Kräuter wachsen gerade. Mohnblumen mit einem unglaublichen Rotton, den wir hier gar nicht kennen. Das heißt, die Insel lädt eben auch zu diesem Teil der komplementären Medizin, der Naturheilkunde, der Phytotherapie, einfach als Insel ein. Mhm. Also etwas, wer es einmal gemacht hat, das haben wir immer wieder erfahren, kommt immer wieder. Und so hoffen wir auch jetzt, dass im nächsten Jahr der Kongress nicht nur wieder stattfinden kann, sondern auch mit vielen, vielen Teilnehmern. Wir können jetzt schon sagen, es wird ein Programm, was ich sehen lassen kann. Ja, ich habe die Teilnehmer schon ein bisschen gesehen, wer da alles vorträgt und vor Ort ist. Also wirklich ein Traum. Und ich glaube auch, es ist jetzt nicht nur für Therapeuten orientiert und Ärzte, sondern erstmals auch geöffnet für jeden gesundheitsbewussten Menschen, oder? Ja, das ist richtig. Das ist jetzt auch wieder etwas Besonderes. Wir sollten vielleicht an der Stelle nennen, wer der Veranstalter dieses Kongresses ist. Also der Kongress heißt der Kongress für integrative Medizin. Veranstalter ist die Internationale Gesellschaft für Natur- und Kulturheilkunde, IGNK abgekürzt. Die gibt es eigentlich erst seit 2016, aber sie ist aus zwei traditionellen Ärztegesellschaften hervorgegangen und steht so ein wenig in der Tradition auch heute noch von Reckeweg, der ja die Homotoxikologie begründet hat, und in der Tradition natürlich auch von Phytotherapie, Homöopathie, aber auch anderen Medizinsystemen der Welt überhaupt, ja, chinesische Medizin, tibetische Medizin. Unsere Vorgängergesellschaften waren noch reine Ärztegesellschaften. Es kamen dann irgendwann Apotheker hinzu. Dann gab es zwischen einer dieser Gesellschaften, das war die Gesellschaft für biologische Medizin, und der Viadrina, der Europa-Universität, an der ich ja meinen Lehrstuhl und ein Institut hatte, gab es dann eine Initiative, einen Masterstudiengang für Komplementärmedizin zu gründen. Das hat ja auch alle stattgefunden. Das gab es ungefähr 10 Jahre, bis das dann leider beendet worden ist. Das heißt, hier gibt es auf dem Kongress und durch den Veranstalter eben auch eine enge Verbindung zur akademischen Welt. Und das war dann letztendlich auch der Grund, wo wir auch sagten, eigentlich passt es nicht, dass wir uns auf eine Zielgruppe begrenzen, eben auf Ärzte und Apotheker. Die Welt heute ist ja nicht homogen. Nicht jeder Therapeut ist heute Arzt. Ja, es gibt fantastische Osteopathen, es gibt Kinesiologen, es gibt Heilpraktiker. Und dann haben wir entschieden, dass sich auch diese Gesellschaften öffnen für andere therapeutische Gruppen, also keine exklusive Ärztegesellschaft mehr oder für Apotheker. Und das wurde dann 2016 bei der Gründung der IGNK auch wieder ins Programm genommen, so dass wir heute sagen, uns geht es darum,
den gesamten Bereich von Gesundheitsfachberufen und auch anderen Bereichen, wo es um Forschung geht, vielleicht nicht direkt um Therapie, dass wir das alles berücksichtigen und wirklich diesen gesamten Bereich, so wie er eben ist, in der Komplementärmedizin ansprechen. Ich glaube, das war eine sehr, sehr gute und wichtige Entscheidung. Wie gesagt, die Welt ist nicht homogen, die Welt ist immer heterogen und wir tun gut daran, eben dort niemanden auszuschließen. Das Neue jetzt, und das hast du ja schon erwähnt, ist, dass wir uns zum allerersten Mal noch etwas weiter öffnen und im Rahmen des Kongresses auch Angebote machen für Nichtmediziner beziehungsweise Menschen, die nicht aus medizinischen oder therapeutischen Berufen kommen. Das hat einen ganz einfachen Grund. Einmal gibt es immer Begleitpersonen, die vielleicht auch nicht nur den ganzen Tag am Strand liegen wollen, sondern die auch etwas hören wollen. Und wir haben ja durch Internet und fantastische Bücher, die es mittlerweile gibt, es gibt ja eigentlich keine Laien mehr. Ich finde den Ausdruck auch gar nicht so passend, wenn man von medizinischen Laien spricht. Es gibt Patienten, die ihre Krankheit teilweise besser kennen als jeder Arzt. Ja, ich glaube, die Erfahrung hast du auch gemacht. Oh, die lesen und beschäftigen sich damit. Die wollen oder die sind ganz neugierig auf Informationen auf so einem Kongress. Trotzdem ist es ein bisschen schwer, dann das durcheinander zu bringen und jetzt einen Fachvortrag, zum Beispiel nehmen wir mal Christian Schubert aus der Psychoneuroimmunologie, der natürlich dabei ist. Das ist schon etwas anderes. Spricht man jetzt für ein Fachpublikum oder spricht man für ein Publikum, was zwar auch sehr gut informiert ist, aber eben nicht zu den Fachkreisen gehört. Und das haben wir jetzt so gelöst, dass wir zusammen mit dem Europäischen Naturheilbund, der ist, glaube ich, auch bei QS24 schon mal im Gespräch gewesen. Du kennst Peter Emmerich, den Präsidenten des Europäischen Naturheilbundes. Ach, der Peter Emmerich ist der Präsident. Ja, er ist der Präsident des Europäischen Naturheilbundes. Er wird natürlich auch dabei sein. Und mit dem Europäischen Naturheilbund zusammen bieten wir also ein Programm im Rahmen des Kongresses, aber doch separat für eben nicht medizinische Fachkräfte an, so dass bestimmte Dinge vielleicht, denke ich, auch auf eine Art und Weise erklärt werden können, die niemanden überfordert, weil das Ziel ist ja, dass wir auch dort die Zuhörer in die Selbstwirksamkeit bringen. Dazu gehört auch ein kulturelles Beiprogramm mit Besuch im Asklepion natürlich. Also da freuen wir uns sehr, dass wir das nun zum ersten Mal so machen können. Großartig. Ja, also man kann wirklich Weiterbildung mit Urlaub verbinden. Aber lass uns mal nochmals zurückswitchen, nochmals zu diesem Eid. Was wurde eigentlich damals in dem Eid enthalten und was ist eigentlich die Beweggründe der heutigen Ausbildung, dass dieser Eid weggefallen ist? Das ist jetzt natürlich eine sehr lange Geschichte, aber wie jeder Text und wenn wir diesen Eid eben auch als Text sehen, ist so etwas ein Kind der eigenen Zeit. Und gehen wir jetzt mal in diese Zeit des Hippokrates zurück. Da war es natürlich so, dass das Ausbildungssystem oder wie Ärzte eben Ärzte wurden, ein ganz anderes war. Im Hippokratischen Eid muss zum Beispiel derjenige, der ihn ablegt, noch auch schwören, dass er sich um seinen Lehrer kümmert, ja, wenn der in ein bestimmtes Alter kommt. Er fängt ja auch an mit Apollon und den Töchtern des Asklepios mit Hygieia und Panakeia. Das heißt, dieser Hippokratische Eid hat sehr viel auch mit der griechischen Antike zu tun. Es gibt da noch die strikte Trennung dann auch. Du kennst das, man hat im Hippokratischen Eid bestimmte Dinge sind verboten. Das heißt, der Arzt, der diesen Hippokratischen Eid ablegt, darf zum Beispiel auch nicht mit dem Messer operieren. Ja? Das war eine Trennung von Ärzten in der Antike. Und so gibt es viele andere Dinge, die für uns jetzt wahrscheinlich in der Tat nicht mehr ganz zeitgemäß sind. Mhm. Etwas Wesentliches, was der Hippokratische Eid aber hat, finde ich, ist eben auch
dass man vor allem nicht schaden darf. Ja. Mhm. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, was Medizin auch heute unbedingt beachten sollte. Deswegen ist dann im Laufe der Geschichte, insbesondere im 20. Jahrhundert, sind bestimmte neue Dinge entstanden. Und heute gilt für die Ärzte eben in dem Sinne nicht mehr der Hippokratische Eid, sondern das Genfer Gelöbnis. Auch das ist ein ganz interessanter Text, weil im Genfer Gelöbnis, ich glaube 2015 ist es nochmal angepasst worden, verpflichtet sich ein Arzt auch zur Selbstfürsorge. Das heißt, da ist auch schon die Erkenntnis drin, man kann anderen nur helfen, wenn man auch selbst für sich etwas tut. Ja, wir sprechen heute von Resilienz, von Psychohygiene. Das heißt, das ist jetzt, ich denke, man muss es nicht kritisch sehen, dass Ärzte heute nicht mal den Hippokratischen Eid im Wortlaut ablegen. Da ist einiges, was wirklich nicht richtig passen würde. Ja? Alleine, wie sollte ein Arzt heute auf Apollon einen Eid ablegen? Ja, das, okay. bei aller Bewunderung für die griechischen Götter und für die griechische Geschichte überhaupt. Also da sehen wir das auch, wenn wir das machen, wir sehen das als ein Ritual, einfach um nochmal zu zeigen, wo kommt unsere Medizin her, auch um zu zeigen, Medizin und Spiritualität waren zu Zeiten so Hippokrates miteinander verbunden, das war nicht getrennt und eben das Kulturelle, das Natürliche und Technische, Technik hier eben auch als Handwerk, als Kunst etwas zu machen, das war alles unter einem Dach. Und ein Arzt war eben oft eben in Personalunion auch eine Art Lehrer, ein Lebensberater, vielleicht sogar Priester. Das kann man mit der heutigen Situation so nicht mehr vergleichen. Obwohl ich denke, es gibt auch heute einige Entwicklungen, die dahin gehen, dass einige Ärzte sich wieder eher in dieser hippokratischen Tradition verstehen, als in einer Tradition, wo es nur um das Machen, um technische Hilfsmittel geht oder operieren, wo eben Medizin ja auch ein Teil leider eines Wirtschaftssystems geworden ist, wo nicht unbedingt der Kranke im Mittelpunkt steht, sondern eher das Wohl der Aktionäre. Ja, leider. Aber es war jetzt wirklich super schön, hast du das mal erklärt. Denn wenn ich dir noch kurz spiegle, wie eigentlich so das Volk denkt, dann ist es schon so, man geht immer davon aus, dass dieser Eid nach wie vor geleistet wird. Obwohl es das schon lange nicht mehr so ist, ist das aber immer noch da. Vielleicht genau. Übers Fernsehen übertragen, ich weiß nicht. Und das andere ist, man hört immer wieder, du darfst nicht schaden, dass das im Eid drin ist und es deshalb eben wegfällt, weil zu oft geschaden wird. Aber das hat sich heute relativiert durch die guten Aussagen von dir, dass es durchaus Gründe gibt. Aber nicht schaden, primär nicht zu schaden, das finde ich heute noch einer der wichtigsten naturheilkundlichen medizinischen Ansätze. Ja, da hast du völlig recht. Jetzt ist es so, im Genfer Gelöbnis gibt es auch so einen Passus. In der modernen Medizinethik ist es nur ein bisschen anders, es wird anders gehandhabt. Also Schaden soll natürlich auch heute ein Arzt nicht. Aber ethisch versucht man eben, das abzuwägen. Ja? Jede Intervention kann eben auch nicht erwünschte Effekte haben. Und dann wird es eben erwogen, hat man mehr Nutzen oder mehr Schaden? Mhm. Das kann man ethisch, denke ich, auch vertreten. Ich finde aber das Faszinierende an der alten Medizin wirklich diese Reihenfolge. Wenn man das nochmal genau sich anschaut, ist ja der erste Satz vor allem und an erster Stelle nicht Schaden. Ja. Und an zweiter Stelle Vorsichtig sein. Oder wir würden heute sagen, achtsam sein. Und an dritter Stelle heilen. Aber erst an dritter Stelle. Mhm. Und ich glaube, dass wir daraus heute auch noch viel lernen könnten, wenn wir das genau einhalten würden.
Natürlich wissen wir, jede Intervention kann auch unerwünschte Nebenwirkungen haben, kann also Schaden verursachen. Aber trotzdem ist man heute eben mit diesem Abwägen, mit dem Rechnen im Sinne von Statistik vielleicht auch, ja, dass man zum Beispiel sagt, okay, bei bestimmten Impfungen helfen wir ganz vielen Menschen, andere leiden darunter. Ich glaube, in der antiken Medizin wäre das ein Problem gewesen, wo es dieses Aufrechnen so hätte nicht geben können, sondern Grundzug, Prinzip war vor allem nicht schaden. Und selbst wenn man das einhält, bei weiteren Maßnahmen immer noch vorsichtig sein, immer noch achtsam sein. Also ich wünsche mir das gerade heute in unserer Diskussion, ja, dass wir auch ein bisschen spüren, natürlich möchte ein Mensch, der leidet, der krank ist, möchte Heilung erfahren. Aber Heilung ist eben doch in dieser Reihenfolge der letzte Punkt, steht also an dritter Stelle, weil dieser Prozess des Heilens eben mit Nebenwirkungen zu tun haben kann, aber auch durch Unachtsamkeit wiederum Probleme verursachen kann. Mhm. Und jetzt muss man wiederum verstehen, dass die antike Medizin ja in erster Linie eigentlich etwas war, wir nennen das heute Erfahrungsheilkunde, und auf dem Boden der sogenannten Selbstregulation fest verankert war. Das heißt, vielen Zuhörern und Zuschauern ist das wahrscheinlich bekannt, dieses Wort Diäter. Diät kommt im Deutschen von diesem Wort. Diäter im Altgriechischen ist die Lebenskunst. Und der Arzt hatte eigentlich die Aufgabe, zu schauen, was mit einem Patienten los ist und dabei auch zu verstehen, dass vielleicht eine Änderung des Lebensstils, Essen, Ernährung, ja, kennen wir alle, Bewegung, aber auch vielleicht die Gefühlswelt, das Atmen, frische Luft und so weiter und so fort, dass das eigentlich der innere Arzt auch in uns ist, ja, dass wir das in uns haben und dass es darum so wichtig ist, dass der Arzt jetzt nicht sofort zum Messer greift, sondern, und jetzt kommt auch nochmal Hippokrates, wieder ein Dreisatz, der zweite wichtige Dreisatz. Zuerst das Wort, dann die Arznei und erst dann das Messer. Das heißt, zunächst einmal versucht der Arzt zu sprechen, sprechende Medizin ist das Stichwort, den Patienten zu erreichen in seiner Lebenswelt und ihm auch deutlich zu machen, du hast es auch irgendwo selber in der Hand. Ja, 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 ja. Du kannst dein Leben ändern und wenn du dein Leben änderst, ja, ja, dich besser ernährst, ja, mehr bewegst, ja, an die Luft gehst, mit Wasser vielleicht auch Anwendungen machst, etc., etc., dann im Sinne der Selbstregulation wirst du auch wieder gesund sein. Das war genau in einem Asklepion auch so gehandhabt. Und dann, wenn das eben nicht hilft, und manchmal ist es so, ja, dann kommt die Arznei ins Spiel. Dafür war dann eine Tochter des Asklepion ja auch, Asklepios auch zuständig, die Panakeia, die Göttin der Pflanzen. Die Hygieia war die Göttin der Gesundheit, der Lebensweise. Ja, also da haben wir es schon drin. Und es gab durchaus auch sehr wirkmächtige Arzneimittel, also pflanzliche Arzneimittel. Da war es jetzt aber so, dass auch bei der Verabreichung dieser Arzneien das Wort eine Rolle spielte. Das kann man bei Platon sehr schön nachlesen. Also auch da war es klar, ja, ja, nicht einfach die Pille geben und reinwerfen, ja, sondern kommunizieren, ja, den Patienten, ja, ja, erreichen. Bedeutungsgebung, so wie wir es in unserem Buch zu Placebo- und Nocebo-Effekten ja auch genannt haben. Ich habe es ja schon da. Aber ich habe mich wirklich jetzt daran erinnert, wie diese ersten zwei Punkte, das ist heute die moderne neuen Ausrichtung der Schulmedizin, sei es Psychosomatik, Psychoneuroimmunologie, Placebo, Nocebo, Epigenetik. Das sind ja alles die Bereiche übers Wort. Ich habe, genau, eine Studie bei dir in diesem Buch gefunden, zum Beispiel, wenn der Arzt nur schon deine Hand hält. Das ist ja unfassbar,
was da für Wirkungen da sind. Ein Paracetamol oder ein Placebo, man hat plötzlich eigentlich identische Ergebnisse, völlig egal. Wichtig ist, dass es der Arzt gibt. Genau, das ist so interessant, wenn man sich mit diesen Placebos beschäftigt, wieder medizinhistorisch auch. Da gab es in den 60er Jahren einige wirklich hervorragende Bücher, auch in den USA, wo dann die Autoren sogar davon ausgegangen sind, dass eigentlich die Geschichte der Medizin bis ins 20., 21. Jahrhundert hinein eigentlich eine Geschichte von Placebos war oder ist, ja. Da werden einige natürlich nicht ganz einverstanden sein und man muss es auch nochmal erklären. Das geht jetzt nicht darum, dass gesagt werden soll, dass da nichts Wirksames dabei war, aber dass Ärzte es eben verstanden haben, Patienten auch mitzunehmen und praktisch durch gute Kommunikation dem Wirkmittel eine Bedeutung zu geben, die dann dazu führt, dass durch Bewusstseinsprozesse dann auch Heilung stattfindet. Und letztendlich ist das auch heute noch ganz entscheidend, sodass ein Placebo-Forscher, ein reiner Schulmediziner, auch sagt, Placebo-Effekte sind so stark und so wichtig, sie kommen auch aus dem Bereich der Pflege, ja, überhaupt der Kommunikation. Es muss auch nicht der Arzt sein, der dir die Hand gibt oder die Hand auflegt. Es kann auch deine Frau sein oder jemand, der dir einfach hilft, ja, bei der Schmerzbewältigung. Diese Effekte sind so stark und so bedeutsam, sagt dieser Schulmediziner, das ist Pekka Louhiala, ein finnischer Arzt. Er sagt, die sind so wichtig und so stark, dass wir sie aus ethischen Gründen Patienten gar nicht vorenthalten dürfen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Ja. Mega, mega, mega. Ich danke dir herzlich, lieber Hartmut. Aber auch abschließend, wenn man sich jetzt weitere Informationen zu diesem Kongress auf Kos im Mai nächsten Jahres 2023 noch durchlesen will, ob es da Ärztepunkte gibt, Weiterbildungspunkte, welche Referenten sind da, gibt es da irgendwo schon eine Plattform? Ja, da gibt es eine Plattform, das ist die Webseite der IGNK und die heißt auch ignk.de. Mhm. Da findet man schon den Ablauf des Kongresses, also die Plenarvorträge. Ich nenne hier mal zum Beispiel auch Lisa Renkin, eine amerikanische Ärztin, wird auf dem Kongress dabei sein. Sie stellt auch ihr neues Buch vor, was im September erscheinen wird, unter dem Titel Heilige Medizin. Es ist natürlich Christian Schubert dabei, es ist Thomas Petschner dabei, Jörg Spitz ist dabei. Also man findet viele, viele wichtige Namen. Es wird aber nicht ein Kongress sein, nur von Vorträgen, sondern wir haben auch viele, viele Workshops, da wir ungefähr 300 Teilnehmer erwarten, tagen die Workshops auch parallel. Also 5 Workshops sind immer parallel gelagert. Und dann geht es dann wirklich um praktische Dinge auch, die man idealerweise dann, wenn man wieder zu Hause in der eigenen Praxis ist, auch anwenden kann. Und ein wunderschönes Rahmenprogramm, wie gesagt, die Abschlussveranstaltung findet im Asklepion statt. Es gibt natürlich, wenn man auf so einer Insel ist, eine Strandparty. Und wir haben auch eine fantastische Industrieausstellung, das heißt mit einigen Firmen aus dem Bereich der Nahrungsergänzungsmittel, aber auch der Medizinprodukte. Und das finden wir auch ganz toll, nicht nur aus der Komplementärmedizin, sondern eben auch aus der sogenannten Schulmedizin oder konventionellen Medizin, weil unser Kongress als Kongress für integrative Medizin versteht sich von vornherein eben als Ort der Begegnung. Wir freuen uns über alternative und komplementär denkende Menschen. Wir freuen uns aber auch über Schulmediziner, ob es Ärzte sind, Krankenschwestern oder einfach andere Pflegeberufe. Die sollen auf diesem Kongress zusammenkommen. Und ich glaube, KOS ist der geeignete Ort dafür, gerade weil er so historisch wichtig ist, dass wir die moderne Medizin wieder zusammenwachsen lassen. Es gibt nur eine Medizin, eben eine Medizin für den kranken Menschen, für den das Beste gemacht werden soll, ohne Ideologie. Und was ich auch noch sehe als großen Vorteil, lieber Hartmut, ist, man kann sich mal wieder ein schönes Beziehungsnetz aufbauen. Man kommt mit Menschen wie du in Kontakt
und hat einfach mal Zeit, mit dir zu reden, einen privaten Austausch zu machen, Kontakte zu knüpfen. Das finde ich eben auch eine Riesenchance. Ich danke dir ganz herzlich, dass du das machst und jetzt eben zum 20. Mal, das Jubiläumsveranstaltung im Mai. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Glück und Erfolg. Und vielleicht kriege ich die Chance, die eine oder andere Sendung, die da vor Ort aufgezeichnet wird, vielleicht auch unseren Zuschauern mal zu zeigen. Ja, das wird sehr wahrscheinlich möglich sein. Wir überlegen es gerade nicht, so einen hybriden Kongress zu machen, aber doch einige Dinge aufzuzeichnen, sodass diejenigen, die nicht dabei sein können, dann doch die Möglichkeit haben, die Vorträge zu hören. Und ich hoffe natürlich, Alexander, dass wir uns dann auch auf Kurs treffen und ganz viele Zuschauer, Zuhörer ebenfalls. Bestens. Alles Gute, lieber Hartmut. Danke herzlichst. Und danke. Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, wir konnten Ihnen da einen kleinen Einblick geben in diesen sogenannten Eid von Hippokrates und was eigentlich die Beweggründe sind dahinter, dass das heute weggefallen ist, aber dass es durchaus die Möglichkeit gibt, diesen traditionell nochmals zu leisten. Und diese Idee finde ich einfach nur total spannend, faszinierend, phänomenal und eine großartige Geschichte. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.